262 Millionen Euro. So viel investieren Bund, Land und Stadt Salzburg in moderne Festspielhäuser. 3000 Arbeitsplätze werden dadurch gesichert. Wir investieren nicht in die Fassade, sondern in das Fundament der Salzburger Festspiele und der Festspielhäuser. Und es ist eine Investition für die Salzburgerinnen und Salzburger, denn sie alle haben etwas davon durch direkte oder indirekte Komponenten wie entsprechenden Beschäftigung, Umsätze im Handel, wirtschaftliche Absicherung. Ohne funktionierende Festspielhäuser gibt es kein Adventsingen, gibt es keine Osterfestspiele, kann die Kulturvereinigung nicht gewinnbringende Konzerte machen und so weiter. Und es ist wichtig, dass die Häuser in einem zeitgemäßen Zustand sind und für alle Besucher und für alle Personen, die hier arbeiten, auch einen zeitgemäßen Standard bieten. Und wie wir ja mehrfach gehört haben, sind die Festspielhäuser ja so wichtige Räume auch für viele Kulturanbieter im ganzen Land. Und deshalb ist es klar, hier mitzufinanzieren. Ohne Sommerfestspiele im heurigen Jahr hätte der Städtetourismus bzw. die gesamte städtische Wirtschaft noch mehr unter den Folgen dieser Krise gelitten, bzw. die Festspiele waren im heurigen Sommer das Licht am Horizont. Und ich glaube, es ist eine gute Investition in den Kultur- und Wirtschaftsstandort Salzburg. Wir krempeln die Ärmel hoch, ja, und wir gehen es an und lassen uns von der derzeitigen Krise nicht einschüchtern. Es ist ein ambitioniertes Programm, das uns extrem fordert, aber ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt nicht aufgeben dürfen und nicht einfach wie das Kaninchen auf die Schlange schauen dürfen, ja Jesus, was tut sie denn da, sondern wir müssen da aktiv hineingehen. Und da ist natürlich, freue ich mich besonders, dass die Salzburger Festspiele das erste von vielen Projekten sind, die wir jetzt der Reihe nach ganz konkret vorstellen können.